Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Victoria 3 Let's Plays mit Spanien, wo wir am Ende der letzten Folge in einem großen Krieg hängen geblieben sind. Und zwar wollten wir eigentlich nur Lanfang haben. Das ist inzwischen auch schon besetzt, aber auf der Seite der Langfangs ist halt King als Tributgeber eingestiegen, dann noch die Niederlande und Niederländisch-Indien obendrein noch. Wir haben dementsprechend unsere Kriegsziele ein bisschen erweitert und hoffen da auf Separatfrieden, wenn das alles durch ist. Denn ich habe keine Lust auf eine Invasion in King, aber es kann sein, dass Frankreich das erledigt. Das ist doch schön. Hier verlegen wir Truppen hin, denn Guyana haben wir als Ziel ausgegeben. Wir haben auch Ghana als Ziel ausgegeben. Das ist inzwischen auch schon besetzt. Und dann Klientellandübertragung Sambas, Pontianak und Banjar und wollen selbst Westborneo, niederländisch Westborneo haben, halt ein dickes Stück, was wir uns jetzt holen wollen, sind mittendrin, alle Truppen mobilisiert, machen aber immer noch ein bisschen Plus. Ich möchte jetzt aber proaktiv schon mal die Beziehungsverbesserungen, die lassen wir laufen, bis wir wenigstens 30 sind, bevor ich mit den kleineren, hoffentlich zukünftigen Marionetten hier die Beziehungen verbessere. So, dann können wir aber eigentlich auch weiterlaufen lassen. Gehöftbauern würde ich gerne machen, können wir aber nicht, weil die Grundbesitzer dadurch radikalisiert werden würden. Die würden minus 20 bekommen und das ist halt aktuell nicht machbar. So, dann können wir die Zeit tatsächlich. Achso, was? Hier können wir auch nochmal. Was ist das? Gebäudestufe 5. Für 4 Munitionsfabriken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Haben wir, aber die scheinen noch nicht genug Geld zu machen. Institut für Philosophie, Universitätsstufe 5 haben wir, aber Beschäftigung fehlt noch. Dampfmotorenzeit, Motorenwerke, Gebäudestufe 3. Ach, die werden eh ausgebaut, also können wir da mal gucken. Regierungsposition, ja, können wir nicht machen. Und Realismus, bräuchten wir eine Kunsthochschule Stufe 5? Ich glaube eher nicht, aber wir stehen auf Realismus, ne? Nur so mal kurz gucken. Realismus, genau. So, dann aber jetzt wirklich die Zeit wieder laufen lassen und hoffen, dass Frankreich ist drin, sehr gut. Und trotz Truppenunterlegenheit sollten die da ja wohl eigentlich regeln. So, wie ist es hier? Wie lange braucht der da noch? Kann ich nicht erkennen, er ist immer noch auf dem Weg. Großbritannien in Gabun. 16 Tage noch, 15. Das heißt, er müsste rüberkommen und dann da rüber rutschen. Und hier, der ist zurück. Den will ich im Moment auch nicht einsetzen. Wir müssen noch eine Marineinvasion hier machen, aber ich möchte erstmal die Eroberung von niederländisch Guyana abwarten gerade. Da haben wir jetzt eine Front in Mauretanien, die unbesetzt ist. Ach so, weil da, ja, das ist doch wieder was für unseren. Ach nee, wartet mal. Hier haben wir ja den Einser hingeschickt, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch was für den Einser. Die Niederlande bewegt da aber auch
15 Truppen hin. Dann müssen wir vielleicht den da mal vor dahin schicken gerade. Denn der andere ist ja auf dem Weg heim. Kann dann das Heimatland sichern. Der eine ist durch. Der kann dann wieder heimkehren. Der ist zurück. Das ist gut. Mich würde sowas wie die Kriegsmüdigkeit bei den einzelnen Parteien interessieren, aber dafür gibt es keine Übersicht, ne? Leider nicht. Ne, gegenüber den Niederlanden haben wir jetzt ja alle geforderten Ziele erobert. Bei Niederländisch-Indien müssen wir noch. Oder machen wir mit dem die Marineinvasion? Komm. Du bist Fernando Topete. Marineinvasion. Da mit Fernando Topete. So, der ist rübergerutscht. So, wie ist der andere große? Rodil kehrt zurück nach Iberien. Das ist in Ordnung. Denn da ist keine Front mehr. So, wie lange noch? 3 Wochen, 2 Wochen. Ja, Frankreich hat da aber Probleme an der Front. Aber sie halten da immer noch ein Stück. So, Marineinvasion. Hier 10 gegen 8. Wir haben. Oh, nee, das können, dürfen wir im Moment nicht machen. Da müssen wir wohl ein anderes Interesse. Wieso sollte das Interesse an Großkolumbien schwinden? Ach, weil es schon weggenommen wurde. Hier dürfen wir nicht, weil wir da kolonisieren. Rein. Ich nehme mal das Interesse an Frankreich gerade weg. Denn mit denen haben wir ja eh ein Bündnis und ich würde vermuten, dass wir mit Frankreich auch irgendwo ein Interesse teilen. Ja, die haben hier ein Interesse definiert. In Belgien teilen wir. Im Rheinland teilen wir. Ja, sollte hinhauen. So, wie läuft die Seeschlacht hier? So, da ist die Wahl durch. Katholische Kirche, Streitkräfte 63, Landwirtschaft 22. Das sind die Grundbesitzer, aber da wollen die Bauern mit rein. Intellektuelle, Industrielle 13. Also die letzten beiden eigentlich aufgerundet. Dann gucken wir jetzt mal. Die wollen sich anschließen, dann ist aber hier nichts mehr. Höchste Legitimität hätten wir mit den dreien und 66 sieht für mich eigentlich relativ gut aus. Was wollen denn die Kleinbürger so?
Rendite, Verwaltung, Kopfsteuern, Proportionalsteuern. Ja, da ginge ein bisschen was. Und er ist ein Gemäßigter, hat keine Haltung. Warum eigentlich nicht? Probieren wir es mal mit den Kleinbürgern. Nehmen die noch mit rein. Grundbesitzer raus. Wir könnten auch eine... Oh, wir könnten auch eine... Mit nur, allerdings nur 57% katholische Kirche, intellektuelle Streitkräfte. Setz mal zurück. Was könnten wir denn dann angehen? Also ich möchte eigentlich eher Richtung Proportional. Kopfsteuern ist okay, Proportionalsteuern wäre besser, aber das geht nicht für unsere Einkünfte. Hier Rassentrennung, aber da hätten wir nur 15% wegen der intellektuellen Staatsreligion. Wird eh nicht gehen. Das würde die von... Ja, könnte man, aber ist halt auch nur 15 von den Intellektuellen. Eingesetzte Verwaltung. Also Kleinbürger lohnt da nicht, die 4% respektive 5. Monarchie müssen wir behalten für das Achievement. Das sind die Gewerkschafter. Das wären 10% von den industriellen Kirchenschulen. Achso, da haben wir ja gerade geguckt, oder? Nee, wir waren mal in Krankenhäusern vorher, ne? Intellektuelle. Intellektuelle, industrielle, das wären 25%. Würde die Kirche, der Kirche nur minus 10 geben. Hier fahren wir aktuell ganz gut. Bei der Sklaverei würde ich gerne weg. Aber das sind nur Gewerkschafter, Intellektuelle. 15% Sklavereiverbot. Wie viel Einfluss haben denn die Grundbesitzer aktuell? 23. Wenn wir zwei Steuern fallen lassen, also keine Ahnung, 3.000, 4.000 hergeben, könnten wir aber die Grundbesitzer zusätzlich unterdrücken. Das Einzige, was bei den Kleinbürgern interessant ist, ich meine, die billigen Monarchie haben wir sowieso. Nationale Überlegenheit, ja, wäre ein Fortschritt. Rassentrennung auch. Aber wie gesagt, die kommen nur mit knapp 5% daher. Hier gewählte Verwaltung, das ist alles nichts, was uns voranbringt. Von daher ist meine Tendenz gerade, diese Regierungsumbildung zu machen. Wir sind dann bei 57%, aber gesetzesmäßig könnte ein bisschen mehr gehen. Ich werde jetzt aber noch nichts anstoßen. Das können wir uns nach dem Krieg dann ansehen. Denn das finde ich momentan deutlich spannender, muss ich ja mal sagen. So, das war die Schlacht. Und da... Oh, ich glaube, wir kommen nicht rein. Nee, das hat nicht hingehauen. Dann müssten die ja zurückkehren. Vielleicht machen wir wieder den alten Trick mit Doppelinvasion. Wir könnten auch einfach, wo haben die denn ihre Hauptstadt eigentlich?
da. Echt, haben die Invest Java? Zoomen wir mal richtig rein und machen nochmal. Ja, da ist die Hauptstadt. Aber die haben natürlich auch ordentlich Bataillone. Ja, vielleicht wird das nicht. Vielleicht haben wir uns da ein bisschen übernommen. Was mich echt wundert, ist, dass hier so viel Truppen standen. Denn an sich sind das ja nur drei. Und wo kamen dann die 13 her? Ach so, das sind natürlich... Ah, die halten hier ja auch. Das zählt ja alles gesamt. Hier ist nochmal eine... Aber das ist auch nur eine Kaserne, bitte. Ach so, und drei Einberufungszentren. Sind wir schon bei 7? Hatten wir hier welche? Nein. Das ist... Lassen wir den erstmal zurückkehren. Der müsste ja... Der ist in Indonesien. Klar. Der in Nordafrika, Iberien. Und wieso ist der im Niger? Du kannst mal zurückgehen. Und wenn die beide da sind, dann versuchen wir nochmal mit einer Doppelinvasion reinzukommen. Institut für Philosophie. Wir haben für die Finanzierung von Instituten für Philosophie an all unseren höheren Lehranstalten gesorgt. Die Universität von Toledo hat sich als Schwerpunkt für seine Aktivitäten das Voranbringen der Hegelschen Dialektik auserkoren. Dann haben wir ein bisschen Uni-Durchsatz, das ist gut. So, du reist immer noch. Oh, 1200 Regimenter da gegen 89 verteidigende Franzosen. Nee, ich will die Schlacht sehen. Ja, die halten aber. Das ist gut. Da haben wir Chinin. Und das müsste doch... Naja, das sehen wir jetzt natürlich nicht, wie die Kolonie wächst. Aber es sorgt auf jeden Fall für Koloniewachstum jetzt deutlich mehr. Wir sollten theoretisch sogar in der Lage sein, weitere Kolonien jetzt zu gründen. Gabun, aber das ist schwere Malaria, ne? Ja. Ost- und West-Neuguinea. Sehe ich eigentlich eher nicht. Ich hatte gehofft, dass man hier irgendwie was kriegt. Ach so, dann müssen wir mal Interesse definieren. Ja, das können wir später machen. Wir fahren jetzt mit der einen Kolonie weiter. Die sollte jetzt relativ flott wachsen. Denn ich meine, den Bug hatten sie gefixt mit dem Kolonialwachstum. Ja, ist jetzt auf 5 Tage. Wir lassen mal laufen. Was dann das Neue ist, 50 Tage. Jawohl. Das sieht doch jetzt besser aus. Sind beide inzwischen wieder zurück. Iberien, Iberien. Okay, dann Alfonso de Pedro. Ne, gucken wir uns erstmal die beiden Generäle an. Du bist traditionalistisch und du bist der zornige Bergkampfexperte. So, dann du. José Ramón Radil in West Java. 2 Tage laufen lassen. Und du mit Fernando Torpes da. Und dann haben wir ineffiziente Landwirtschaft. Die Industriellen haben sich über die Existenz von Subsistenzfarmen in Haiti beschwert und fordern, dass wir uns unverzüglich um ihre unbestreitbare Ineffizienz kümmern. Selbst wenn wir das zweite nehmen, gibt es ja den, in meinen Augen, Bug, dass sich die anderen dann beschweren, dass wir die Industriellen bevorzugen würden. Von daher
Aber 5% der Oberschicht Pops radikal machen? Nee, hier, da. Ach so, Tech. Palzi, Palzi, Palzi. Oh, ja, 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 ich kann nicht alles auf einmal. So, wie sieht's denn hier aus? Da haben wir Tech drauf. Das ist Spread. Das heißt, da könnten wir was machen. Militär. Haben wir hier irgendwo Spread? Gezogene Rohre, so wie es aussieht. Und in der Gesellschaft kommt die Psychiatrie. Wo können wir den Spread abwarten? Wie weit sind die? Die sind auch relativ weit. Ich würde am liebsten jetzt in der Produktion mal den Wasserchorrohrkessel machen. Machen wir auch so. Und dann schauen wir uns an. Du bist der Erste, ne? 6 Wochen. Mich würde der Kriegswille der anderen interessieren. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das rauszubekommen? Wir wollen alles. Aber wir sehen halt nicht, wie der... Wenn wir hier klicken, in die Diplomatie gehen, wird auch wieder nur der Kriegswille von Qing angezeigt. Und ich wüsste halt, wie das bei Niederländisch-Indien und der Niederlande selbst mit dem Kriegswillen aussieht. Und hoffe natürlich, dass Frankreich auch durchhält, denn die nehmen ja da doch einiges an Verlusten mit, ne? Verteidigen zwar super, aber naja, Faktor 10 zu 1 ist das. Ich hoffe, die halten durch. So, da gibt es eine Militärschlacht, eine Seeschlacht, die wir gewinnen. Verlust des Machtranges. Wie sieht es denn überhaupt aus in der Bauqueue? Ja, da muss ein bisschen was passieren. Macht mal hinne. Denn wir müssen dann unbedingt Marine ausbauen. Die Interessen passen aber alle noch. Wir verlieren aber beide Gefechte hier. So, das war es also auch nicht. Die sind aber sofort wieder da. Dann du nochmal. Marineinvasion. Probieren wir es diesmal da mit einer Doppelinvasion. 2 Tage. Oh, das waren jetzt ein bisschen mehr als 2 Tage. Habe ich da jetzt den Einser? Oh. Du. Marineinvasion da mit Fernando Topes. So. Naja, dann, was ist das hier? Beiden Sizilien gegen Toskana. Bleiben wir neutral. Qing. Nee, 23, 28 jetzt. Wie weit sind die? Na, der wird... Das scheitert wieder. Das wird nix.
Oder 2 gegen 1? Nee, wieder verloren. So, Qing ist raus. Jetzt hat Niederländisch-Indien übernommen. So, wenn Qing raus ist, dann gehören wir jetzt ein Stück von West-Borneo. Dann kaum Arbeitslose. Auch wieder den Borneo-Regenwald-Bonus. Goldminen, nicht mal voll besetzt. Papierfabriken brauchen wir hier nicht. Glashütten brauchen wir hier nicht. Werkzeugfabriken sind besetzt, können wir lassen. Kurzer Blick hier. Bitte einen Frachthafen. Wie viele Häfen habt ihr? Einen, das ist okay. Bausektor gibt es da nicht. Dann hier den da. Unsere Friedhöfe stehen noch auf Freiluftschlachtungen. Müssen wir auch mal ändern. Da werden wir uns sowieso drum kümmern. Hier die atmosphärische. Holzfällerlager. Auf was stehen die Holzfällerlager? Die stehen nicht auf Hartholz, obwohl es hier einen Bonus gibt. Fischereianleger steht auf Händlerzünfte und dann noch im Städtischen die Stadtzentren, Marktstände noch. In den Schiffswerften haben die überhaupt genügend Beschäftigte in den Schiffswerften? Das wäre die nächste Frage. Weg. Kurz laufen lassen. Jetzt haben sie 5000 Arbeitslose. Das reicht immer noch nicht, um alles zu besetzen. Dann reißen wir die drei noch ab. Und jetzt haben wir 4000er Kapazität. Hoffen mal, dass das ausreicht, um das zu besetzen. Holzfäller sind fast voll besetzt. Goldminen müssen einstellen. So, dann aber hier weiter. Wir waren bei den Schiffswerften, das hat sich erledigt. In den Werkzeugfabriken stehen wir auf Stahlwerkzeugen. Tuchfabriken hatten die nicht. Dann haut doch so alles hin erstmal. Ja, wir kommen da nicht rein. Das ist... Tja. Ich frage mich aber auch, warum die übernommen haben und nicht die Niederlande. Sind die schon wieder da? Iberien, Iberien. Dann diesmal bitte die richtige Reihenfolge. Marineinvasion. Du mit José Ramón. 2 Tage. Du Marineinvasion mit Fernando. Hast du nicht. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal das Iberien-Kontingent eben auf die Schnelle noch zu erhöhen. Wir haben zum Beispiel auf den Balearen überhaupt keine Soldaten, haben da aber auch wenig Arbeiter. Wie sieht es denn auf den Kanaren aus? Da ist es besser. Gehören die Kanaren eigentlich zu Iberien von der Strategieregion eigentlich? Ja, Tatsache. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch Nordafrika sein könnte. Dann pumpen wir auf den Kanaren mal eben 5 raus.
Das sind dann paar mehr. So, da sind es schon 20. Wo können wir noch verkraften? Toledo gehen wir auch mal auf 20. Ist immerhin die Hauptstadt. Alle stehen ansonsten auf, na, hier haben wir ein paar mit 10. Aragorn dann auch auf 10. Valencia kann ein paar verkraften. Und dann machen wir die beiden andalusischen Provinzen noch. Oh, das ist aber massive Militäroffensive jetzt, deren Auswirkungen wir uns dann aber erst beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, dass die heutige Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.